Willkommen zurück. Es war langweilig ohne euch. Hallo und herzlich willkommen zurück bei 777. Mein Name ist René und es geht weiter mit Hearthstone Heroes of Warcraft. Ja, das ist die dritte Folge zu den heroischen Bossen vom Schwarzfels, vom ersten Flügel, den Schwarzfelstiefen. Dieses Mal geht es gegen Imperator Taurisan. Und der ist ganz schön fies, denn... Imperator erstmal hier reinlassen. Hat Ragnaros in diese Welt beschworen. Seid so gut und vernichtet ihn. Ja, Imperator Taurisan, heroische Bosse sind sehr schwer. Ihr werdet viele Versuche unternehmen und euer Deck mehrmals anpassen müssen, um sie besiegen zu können. Er hat immer noch für 2 Mana seine Macht des Feuerfürsten. Heldenfähigkeit verursacht 30 Schaden. Ich frage mich, warum die überhaupt 2 Mana kostet. Aber ich denke mal, damit man vielleicht noch manchmal so eine Runde Zeit hat. Ich weiß es nicht. Ja, und er hat halt wieder seine Alte, die ihn davon abhält, uns zu ficken. Und dieses Mal hat sie aber 3 Angriff und 1 Leben und er versucht eigentlich alles, sie so so passiv zu töten, so dafür verantwortlich zu sein, sie zu töten. Und deswegen brauchen wir natürlich jemanden, der sie beschützen kann. Und das kann eigentlich der Priester am besten, aber da fehlen mir halt die nötigen Karten zu, um das zu tun. Deswegen versuche ich es mal mit dem Paladin. Ich kann aber echt nichts versprechen. Ich hoffe einfach mal, dass dieses Deck es durchhält. Ich speichere mir mal mein altes Deck. So, erstmal brauchen wir auf jeden Fall, weil er wirklich viele Suicide-Bomber-Leute hat, brauchen wir ganz viel Stille. So. Hä? Achso, nee, nicht Stille, sondern zum Schweigen bringen heißt das hier. Ja, Schweigen. So. Also die Eisenschnabeleule und den Zauberbrecher müssen wir definitiv reinpacken, damit er seine Alte nicht umbringt. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch Gottesschild. Hier Hand des Schutzes heißt das. Und den abgeschirmten Minibot kann man eigentlich auch immer brauchen, oder? Kann sein, dass ich den noch ausschmeiße, aber ich glaube nicht. Eigentumbeschützer geht nur auf Befreundete, also egal. Dann brauchen wir noch alle Segen. Ganz einfach, wir dürfen ja Moira nicht umbringen. Das heißt, wir machen einen Segen für der Weisheit auf sie und dürfen immer eine Karte ziehen. Segen der Könige, um uns zu buffen, im schlimmsten Fall sie zu buffen. Segen der Macht. Weiß ich noch nicht, ob ich den rein machen will. Ich lasse ihn erstmal lasse ich ihn draußen. Natürlich für die Buffs brauchen wir definitiv den Ooze. Also dieser hier. Also den Echo-Schlamm, genau, weil wenn wir den buffen, haben wir gleich 2 davon. Puh, jetzt wird's schwierig. Paladin-Karten, was haben wir dann noch? Heiliges Licht. Nee, ich will mich nicht gegenheilen, glaube ich. Entschuldigung. Ich habe leider auch nichts, um unsere Leute zu buffen, deswegen, ich nehme mal das Schwert der Gerechtigkeit mit rein, aber das wird mir auch nicht viel bringen. Silber-Champion. Friedensbewahrer, weil wenn wir sie schon buffen, dann müssen wir sie natürlich gleich wieder schwach machen. Mal kurz gucken, habe ich hier irgendwas? Doch, den Rüstmeister habe ich ja, Gott sei Dank. Für die Rekruten der Silbernen Hand, weil er wird uns nicht viel lassen, dann müssen wir wenigstens die Rekruten der Silbernen Hand. Tanks dürfen wir natürlich keine reinnehmen, weil sie die angreift und sich damit selber tötet. Ah, mir fällt noch was ein. Hier diesen Alchemisten, der ist vielleicht noch ganz gut. Weil die hat ja 3-2, dann kann man 3-1, dann kann man aus ihr wenigstens 1-3er machen, dann hält sie mehr aus und macht für uns weniger Schaden. Also das ist wirklich Win-Win. Moment, verrückter Alchemist, der ist bei V. Da habe ich leider nur einen davon, aber immerhin Gold, ne? So, jetzt ist die Frage, was packe ich da noch rein? Er hat auf jeden Fall gefährliche Waffen. Das weiß ich auch noch. Das haben wir ja vorhin schon im Singleplayer gesehen. Deswegen brauchen wir auf jeden Fall den Ooze, den anderen Ooze. Wer ist denn der säurehaltige Schlamm? Da. Um seine Waffen zu zerstören, da ist nur das Problem, er hat unter anderem Todesbiss oder wie die heißt, die einen Schaden an einen verursacht. Das heißt, spätestens wenn er die spielt und zweimal mit der Angriff hat, ist seine Alte tot. Wenn wir es nicht verhindern. So, und ich glaube, jetzt brauchen wir noch ein bisschen was zum Gegenheilen. Ich widerspreche mir gerade, aber so im Nachhinein. Der Wächter der Könige heilt halt immer gut gegen, kostet 7 Mana, heilt gut und macht gut Schaden. Dazu am besten noch den Minibot hier, den antiken Heilbot meine ich, nicht Minibot. Für die Buffs, vor allem für Segen der Weisheit, mag ich immer hier. Wo sind sie? Zombie-Fraß. Weil der Gegner die so ungern weghaut. So. Eigentlich, ich weiß nicht, was ich jetzt noch reinnehmen könnte. Vielleicht, um ein bisschen Lack mit reinzubringen, noch den Gedankenkontrolleur. Aber was schmeißen wir dafür raus? Ich habe hier nichts, was ich so wirklich rausschmeißen kann oder will.
Wen könnte ich denn rausschmeißen? Ich glaube eigentlich, einer von denen reicht. Vielleicht doch noch einen Heiler mehr reinpacken. Da ist wieder die Frage, was schmeiße ich für den raus? Ich würde sagen, ich gehe erstmal auf Nummer sicher und lasse das Deck so, wie es ist. Das Problem ist ja wieder, ich werde jetzt ohne Kommentar aufnehmen, damit ich mich komplett auf den Kampf konzentrieren kann, weil ich glaube, ich schon einige Versuche brauchen werde. Und werde es dann in Ruhe nachvertonen, damit ich euch meine Taktik erklären kann, weil ich, wie gesagt, ein paar Anläufe brauche. Und dann kann ich euch erzählen, was so meine Fehler waren oder was für mich den Sieg beeinflusst hat, dass man zum Beispiel sagen kann, okay, ich habe nicht, das gibt's ja manchmal so Bosse, vor allem bei Naxxramas war das so, okay, ich habe die und die Karte gerade nicht auf der Hand, dann kann ich direkt aufgeben und neu starten. Das wäre beim Priester jetzt mein Fall gewesen, weil ich ohne die Karten, die ich eh nicht habe, wahrscheinlich gar nicht vorangekommen wäre. Und deswegen werde ich jetzt auf jeden Fall mal mein Glück so versuchen und hoffe, dass ich den Kampf so gewinne, und wir sehen uns dann beim Kampf gegen Imperator Taurushan wieder. Bis gleich. So, da sind wir beim dritten Boss, Imperator Taurushan im heroischen Modus vom Schwarzfels, dem ersten Viertel, den Schwarzfelstiefen. Und hier nehme ich diesmal einen Paladin, einfach nur, weil ich mir dachte, der Paladin hat alles, was man für diesen Boss braucht. Das werde ich gleich natürlich noch erklären. Also einfach nur, der Unterschied ist einfach nur, dass Taurushan stärker und fieser ist. Und seine Heldenfähigkeit ist immer noch dieselbe, für 2 Mana uns direkt töten, 30 Schaden. Solange seine alte aber am Leben ist, passiert das nicht. Und deswegen habe ich jetzt direkt am Anfang schon 2 Karten aus meinem Deck gezogen, die ich unbedingt brauchte. Einmal, sie hat nicht 1-3, sondern 3-1. Das ist tunlichst zu verhindern zu wissen, weil er hat so viele Effekte im Deck, die einen Schaden an allen machen, dass er sie töten würde. Obwohl es seine eigene Frau ist. Und dann noch der Alchemist, der natürlich ihr Leben... der Alchemist, der ihr Leben wechselt, hat sie 1-3, das meinte ich ja. Und wegen der Weisheit, weil sie wird eh das ganze Spiel über bis vielleicht zur letzten Runde nicht sterben. Sollte nicht sterben, damit man gewinnt. Und deswegen kann man ja wegen der Weisheit gehen, weil dann zieht man jede Runde 2 Karten. Ist perfekt für einen Paladin. Natürlich hat der Paladin noch Gegenheilung, Waffen und ich brauchte ganz viel Stille für seine Suizideffekte. Dann noch ein bisschen Buffs, um sie eventuell zu retten. Gottesschild beispielsweise und den Friedensbewahrer, falls ich sie buffen musste, ihr diesen Buff direkt wieder wegzunehmen, beziehungsweise ihren Schaden einfach zu verringern. Man hätte ja auch einfach nur Leben buffen können, dann hätte man ihren Dreierangriff verringern können. So, und ihr seht, ich habe ganz gute Counter, also eigentlich hätte ich dem 1-2er da direkt Segen der Weisheit, den ich jetzt hier später noch geben müssen, mache ich aber nicht. Stattdessen greife ich jetzt mit dem Alchemisten direkt an. Habe ich, glaube ich? Ach nee, ich habe ihn angegriffen, okay. Ich hatte überlegt, ob ich ihn oder direkt angreife. Da habe ich Hand des Schutzes, da dachte ich mir, okay, das könnte ich gewinnen. Da war ich mir noch nicht sicher, aber das könnte ich gewinnen. Das Spiel habe ich ja auch direkt mit im ersten Anlauf mit diesem Deck besiegt, nachdem ich vorher mit anderen Decks krass gescheitert bin. Also dieses Deck ist wirklich zu empfehlen. Ihr seht auch, der da macht ja Schaden an mir, wenn er Schaden kriegt. Hat aber nur noch ein Leben, der muss bald gehen. Und ich hätte halt, nee, er hat glaube ich seinen Feuerwichtel da, Flammenwichtel, in den Tod geschickt, deswegen kann er nicht senden. Da Monster tötet, fügt ein Kreaturen auf dem Feld 2 Schaden zu. Also Helden und Moira. Moira würde daran sterben, wenn ich sie nicht geändert hätte, aber man muss es ja nicht riskieren. Und deswegen mache ich jetzt Stille. Ich habe kurz überlegt, ob ich irgendwie einen Fehler gemacht habe. Und kann ihn jetzt auch noch schwächen. Das heißt, es ist ein 1-4er und der kann gar nichts. Das heißt, er ist mir erstmal egal. Denn ich glaube, vor dem Axt-Typi habe ich Angst gehabt, deswegen habe ich den erstmal getötet, genau. Greife ihn dann auch direkt an und so geht es jetzt eigentlich immer weiter. Also eigentlich habe ich dieses Spiel schon relativ früh gewonnen. Später wird es nochmal relativ knapp, aber es geht noch. Also hier sogar der ist gleich kein Problem, wie ihr sehen werdet. Ich habe ja einen 3-3 auf dem Feld, der hat 6-5, das heißt, ich buff den jetzt mit Segen der König. Ich kann es mir erlauben, manchmal braucht man es halt wirklich für Moira. Das ist das Problem. So, dann überlege ich, damit ich meinen 7-1er behalte, natürlich erstmal. Und Moira hat ja den Vorteil, dass sie nur Tanks angreift. Sonst greift sie uns entweder direkt an oder... Ja, also sie greift uns immer direkt an. Und deswegen kriegen wir immer unsere sichere Karte. Deswegen auch keine Tanks reinmachen,
Auch nicht irgendwie mit einer anderen Klasse irgendwie die Monstrositäten oder so klauen. Um Gottes Willen bitte nicht. So, die Monstrositäten natürlich direkt wieder. Tschüssi. Und da überlege ich, glaube ich, gleich, was ich denn jetzt mache. Ich greife ihn direkt an, weil ich mir da sicher war, dass ich das machen will. Und dann, ich weiß gar nicht, was ich mache. Ja, okay, ich hab's das gemacht, was ich jetzt noch im Kopf hatte. Dann dachte ich mir, okay, mit dem 4-4er wird er bestimmt den 7-1er weghaben wollen. Deswegen lasse ich's mal so. Ihr werdet gleich sehen, das war unnötig. Hab zwar viel zu viel Mana noch, aber man braucht die Karten. Ihr werdet auch noch sehen, warum. So, jetzt kriegen wir wieder eine Karte. Echt Silver Champion, super. Aber sein... Er macht jetzt Flammenstoß, macht damit meine Bubbles weg. Heilt sich. Und stirbt nicht mal mit seinem Fieder. Und da kam jetzt der erste Zwist so in meinem Kopf, wo ich mir dachte, scheiße, wie mache ich das jetzt? Weil ich wollte unbedingt diese Monstrosität loswerden, aber mein Typ war immer noch... Ihr seht, ich zögere noch mit der Hand des Schutzes, weil ich mir die Film Moira aufheben wollte. Noch sieht es für mich so gut aus, dass ich mir denke, okay, ich muss Moira nicht unbedingt beschützen, aber ich mache jetzt die Monstrosität einfach weg und schütze ihn sogar noch. Spiel dafür nur so ein Vieh. Hier so ein Rekruten der Silbernen Hand. Ich habe zum Beispiel auch Synergieeffekte für die Rekruten der Silbernen Hand, also den Quartiermeister und dieses Schwert, und benutze es einfach gar nicht, weil ich es gar nicht gebraucht habe, obwohl das Deck darauf ausgelegt ist. Es ist halt so ein relativ beliebtes Paladin-Deck, ganz normales. Habe es halt für den Bosskampf ein bisschen angepasst. Da denke ich mir auch, okay, er hat die Waffe einmal benutzt. Warum habe ich die nicht zerstört? Aber es war auch gut so, weil er spielt später noch Todesbiss. So, also natürlich das, um mich ein bisschen gegenzuheilen. Und um jetzt endlich mal meinen Mana auszunutzen, den Wächter der Könige. Ne, mache ich gar nicht. Doch, okay. Wächter der Könige, und der wird natürlich gebufft. Und dieser Wächter der Könige hat mir das Spiel gewonnen, quasi. Und da denke ich mir auch, ich bin so dumm. Dieser Wächter der Könige hat so lange gelebt, und ich habe ihm... Diesen habe ich, glaube ich, nie Segen der Weisheit gegeben. Ja, und er jetzt hier wieder mit seinem He-Man-Spruch, mit Flammenherz. Er kriegt 4 Rüstung und zieht 2 Karten. Total overpowered für 3 Mana. Ist halt seine Bossfähigkeit sozusagen, seine Bosskarte, so wie seine alte, die gibt es ja auch nicht als Karte. Da habe ich mir anscheinend noch gedacht, weil er macht das jetzt wirklich sehr oft. Dann überlege ich, spiele ich den jetzt nochmal? Ich bin mir natürlich nicht sicher, wie ihr seht. Aber natürlich spiele ich ihn. Und da hätte ich ihm eigentlich schon Segen der Weisheit geben müssen. Ich glaube, ich gebe den jetzt erst gleich dem anderen. Ja, da denke ich mir, du bist so ein Trottel, weil ich halt gezögert habe. Es war nicht, dass ich es nicht bedacht hätte. Ich war mir nicht sicher. Dann habe ich angefangen und dachte mir, scheiße, und jetzt mache ich es doch. Weil ich halt auch Mana übrig hatte. Jetzt macht er wieder Flamme. Jetzt dachte ich mir, scheiße, er macht hier voll die Windmühlentaktik. Hält mich nur auf Trab. Und dann werde ich am Ende doch noch gefickt. Das soll eine Waffe sein. Der sieht jetzt Dunkel-Elfen-Zwerg. Also er macht jetzt auch noch mehr Schaden. Aber er bufft sie. Greift mit ihr nicht mal an. Was total merkwürdig ist. Da dachte ich mir, okay, immer ins Gesicht, ich habe noch genug Leben und ich kann mich noch genug gegenheilen, und das mache ich natürlich jetzt auch. Ich wollte auch nichts von ihm kaputt machen, weil ich ja noch den Gedankenkontrolleur auf der Hand habe. So, jetzt haben wir ein ziemlich volles Feld, habe jetzt die Falschen gewaffnet, ist mir scheißegal. Und da habe ich die Karte gezogen, wo ich GG da. Und da habe ich nochmal kurz gemacht und habe ich geguckt und überlegt, und eigentlich gewinne ich das, oder? Dann habe ich nochmal gemacht, scheiße Tank, habe ich auf meine Hand geguckt, ich zeige ihn nochmal, er hat den Zauberbrecher. In der Hoffnung, dass ich diese Runde gewinne und zusammenschneiden kann, damit ihr sie sehen könnt. Und da ist sogar mein Deck gleich sogar noch leer. Und das ist das GG. Da habe ich aber extra noch den Gedankenkontrolleur gespielt. So, bam. Mit den Schwachen angegriffen. Ja, und das war Imperator Taurissan. Das waren die ersten 3 heroischen Bosse in den Schwarzfelstiefen vom Schwarzfels. Nächste Woche, beziehungsweise morgen hoffentlich aus eurer Sicht, kommt dann der nächste Part und das nächste Viertel. Und ich hoffe, ich kann euch dann die nächsten Bosse zeigen. Ich hoffe, das hat jetzt für 7 Tage gereicht. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao, ciao.